Kann es jemanden geben, der 200 Jahre alt wird? Ja, ja, Bäume. Ich. Bäume können 1000 Jahre alt werden. Schildkröten! Und Schildkröten! Nein. Die können über 500 Jahre. Nicht ganz 200 Jahre, aber so 150 Jahre werden die alt. Aber wenn wir uns jetzt fragen, wie kommt es, dass so verschiedene Organismen so ganz unterschiedliche Lebenserwartungen haben, das liegt an unseren Erbanlagen. Sie hatten ja gesagt am Anfang, dass die Zellen, also Einzeller, theoretisch ewig leben können, weil die Zelle sich immer weiter teilt. Das ist ja, wir haben ja auch Zellen im Körper, die sich teilen und die hören ja irgendwann auf, sich zu teilen. Das ist ja das Problem, warum wir sterben müssen. Gibt es denn überhaupt eine Vorstellung davon, wie wir diese Möglichkeit, dass wir diese Teilung immer ins Unendliche ziehen, also wie die Einzeller, wie wir das bewerkstelligen könnten? Es gibt bei einigen Menschen auch Zellen, die unsterblich geworden sind. Wisst ihr, was das für Zellen sind? Die Keimzellen, oder? Die gut Keimzellen, aber ich denke an was ganz anderes. Knochen? Nee. Die Knochen können aber auch sterben. Die Menschen sind schwer krank. Die sind schwer krank. Und die Bakterien. Nee, das doch. Sind also die Bakterien, die wir haben. Wie Augen. Die, nee, aber an welcher Krankheit leiden die? Krebs. Genau. Und die Krebse sterben nicht. Ja. Krebszellen. 1952 ist eine Amerikanerin, die hieß Henrietta Lacks, gestorben an Krebs. Und der hat man vorher von dem Krebs Zellen entnommen. Und diese Zellen züchten wir heute immer noch. Die sind unsterblich. Die sind tonnenweise schon vermehrt worden. Und daran kann man jetzt in der Gewebekultur untersuchen, was ist der Unterschied zwischen sterblichen und unsterblichen Zellen. Diese Zellen haben aber viele andere Veränderungen erfahren. Daraus könnte kein lebensfähiger Mensch hervorgehen. Aber das wisst ihr vielleicht, das ist das Problem eben mit Krebszellen generell. Ja. Die können sich vermehren, unterliegen nicht mehr der Kontrolle unserer normalen Zellen. Sie sind nicht teamfähig sozusagen. Das ist ja. Keine teamfähigen Zellen. Ja. Aber auch das ist ein ganz komplexes Geschehen. Aber wir kennen eine Eigenschaft, die kann man sehr schön an Zellen, die man in der Gewebekultur züchten kann. Also zum Beispiel von mir, wenn ich hier ein Stückchen Haut herausnehme, befinden sich da bestimmte Zellen, die wir in der Gewebekultur vermehren können. Und die können wir, wenn sie an einer Petrischale den Boden bedeckt haben, können wir sie umsetzen und können uns fragen, wie häufig können wir sowas machen. Und da sieht man, wenn man von einem Neugeborenen so viel macht, kann man es ungefähr 50 Mal umsetzen. Wenn man meine Zellen so behandelt, kann man sie ungefähr nur noch 20 Mal umsetzen. Und wenn es mit euren Zellen gemacht würde, kann man sie wahrscheinlich 45 Mal umsetzen. Die Lebensdauer eines Menschen spiegelt sich daran wider, wie häufig man solche Zellen vermehren kann. Und da wissen wir jetzt genau, was die Ursache dafür ist, weil sich bestimmte Bereiche des Erbgutes verkürzen. Und wenn die Verkürzung eine bestimmte Grenze unterschritten hat, können sie sich nicht mehr vermehren. Ja. Sie haben vorhin gesagt, das aber kompliziert. Sie haben vorhin gesagt, dass das sozusagen in den Genen drinsteht, wie alt Menschen werden können. Weiß man, welche Gene das genau sind? Also kann man das finden? Es wird immer wieder der Fehler gemacht, den Alterungsprozess, das ist ja ein sehr komplexes Geschehen, auf einzelne Gene zurückzuführen. Was wir aber sagen können, wenn man das Alter eines Menschen vorhersagen möchte, was ist die beste Vorhersagemöglichkeit bisher? Ahnenforschung. Also ja, genau. Wenn wir das Alter eurer Großeltern, nehmen wir an, die sind nicht im Kriege umgekommen, sondern sind eines natürlichen Todes gestorben. Aber jetzt muss ich sagen, das sind alles aber natürlich ganz vage Vorhersagen, weil natürlich etwas eine Rolle spielt. Wenn eure Großeltern aber alt geworden sind, dann vielleicht auch, weil es denen ganz gut geht, die konnten sich vernünftig ernähren. Andere, die eben in Kriegszeiten groß geworden sind, die hatten aufgrund der schlechten Umwelt eine geringere Lebenserwartung nicht. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Man kann Erbe und Umwelt da nicht klar voneinander. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man wüsste, jetzt beide Großeltern von einer Seite wären jetzt an Krebs gestorben zum Beispiel, könnte man versuchen, durch eine spezifische Ernährung oder auch durch einen
einen anderen Lebensstil durchaus dem auch entkommen. Man kann seinem Schicksal entkommen. Aber das ist etwas, was uns hier gerade sehr beschäftigt. Ja. Was glauben Sie, wie lang würde der Mensch höchstens leben können? Also irgendwann. Was können Sie sich vorstellen? Oder was zu spekulieren? Wir spekulieren also, jetzt wenn mal. Man die Gene auch verändern. Ich sage mal, erst eine Antwort auf eine einfache Frage. Wenn man fragt, wie groß könnte der größte Mensch sein, der noch gesund ist? Kann der 2,50 Meter groß sein? Dann wissen wir, das ist vollkommen ausgeschlossen. Das Herz kann das Gehirn nicht mehr mit Blut versorgen. Da sagen die 2,85 Meter mehr gibt unser Erdblut nicht her. Das wird wahrscheinlich, wenn man die an die größten Menschen überhaupt denkt und dann werden die noch ein bisschen größer, aber das dürfte dafür die Grenze sein. Darauf kann man auch vergleichsweise eine einfache Frage geben. Leben ist etwas Komplexes. Mhm. Ich würde vermuten, dass das 125 Jahre sind, wenn man nicht ganz etwas ganz grundlegend Neues bringt oder dafür sorgt, dass der Mensch sich kaum noch bewegt, ganz wenig isst, also ein ganz künstliches Leben führt, dann kann man das vielleicht verändern. Aber das ist ja kein Leben mehr. Das ist ja kein lebenswertes Leben mehr. Älter als 125 geworden. Das wird immer gesagt, aber da kennt man deren Geburtsurkunde nicht. Wenn Vampirismus jetzt irgendein Gendefekt wäre, kann man sich das vorstellen, dass so ein Gendefekt nach der Geburt sozusagen nachträglich entsteht? Es gibt auch, wir sagen, epigenetische Veränderungen. Da wird durch Veränderungen, die nicht die einzelne Abfolge der Erbbausteine betrifft, sondern die werden modifiziert, kann sich die Aktivität der Gene verändern durch solche erworbenen Eigenschaften. Das Gen ist nicht aktiv, obwohl es nicht durch Mutation verändert ist. So etwas gibt es. Ja. Aber dass Vampirismus eine genetische Grundlage hat, das... Wenn man unsterblich, wenn jeder unsterblich dann später ist und die Erde dann voll ist, also bevölkert, dann muss man ja so eine künstliche, dann muss man ja eine künstliche Erde haben. Also du denkst ganz gut nach, denn das ist eine der Erklärungen auch dafür, warum das Leben nur beschränkt sein kann, weil es dann solche Probleme gäbe, die eine Weiterentwicklung uns unmöglich machen. Ja. Ich bin beeindruckt, wie du diese Frage ganz klar aufgeworfen hast. Mhm. Sind sich die auch die, da gibt es auch nur Theorien, das ist keine Beweise dafür. Sie hatten ja gesagt, als ich oder geschrieben, dass eigentlich diese Veröffentlichungen über diese also Forscher belegen Vampirmythos, dass die ja eigentlich wieder zurückgezogen wurden. Soll ich euch nochmal erzählen, was die wirklich gemacht haben? Ja, ja, das wäre. Also ich habe hier nämlich mal ein Bild gemacht. Ah. Bilder. Gezeigt. Nicht so toll. Das ist wissenschaftlich schon was ganz Bemerkenswertes. Ich komme mal runter. Also ich zeige euch erstmal die Mäuse und wie das geht. Oh, ich bin auch das ist gar nicht süß. Die Mäuse sind operiert worden, dann ist die Haut geöffnet und zusammengenäht worden. Die sind über Wochen so zusammengehalten worden. Also das möchte keiner von uns erleben. Das ist hier nochmal schematisch dargestellt. Und da kommt es zur Verbindung auch der Blutgefäße, sodass von der einen Maus Blut in die andere Maus fließt und wieder zurück. Und also das ist nicht Vampirismus, sondern das ist ein Experiment, wo es zum Blutaustausch, was es in der Natur ja so nicht geben kann. Aber was hier das Besondere an diesem Versuchsansatz war, sie haben eine ganz junge Maus, die 2 Monate alt war, mit einer alten Maus, die 21 Monate, und die werden ja nicht so viel älter, zusammengebunden für ungefähr 5 Wochen. Und man weiß, damit das Blut immer wieder gebildet wird, gibt es ganz bestimmte Zellen, die sich auch zwischen den alten Mäusen und den jungen Mäusen etwas unterscheiden. Also es war eine ganz junge und eine ganz alte Maus. Und wenn das Blut ausgetauscht wird, werden aber nicht die Ursprungszellen ausgetauscht, aus denen das Blut kommt. Aber die Frage war, ob diese Ursprungszellen, die im Knochenmark sitzen und das Blut nachbilden, ob die dadurch auch verjüngt werden bei den alten Mäusen. Und das Verblüffende war, angeblich
ist das der Fall. Das hat man einem Zellen gezeigt. Aha. Dort in diesem Manuskript, ich habe das hier, das ist alles ziemlich ausgedrückt, steht natürlich überhaupt nichts von Vampirismus. Nee. Steht auch nicht, dass die Lebenserwartung verlängert wird, sondern steht nur drin, dass diese Stammzellen, aus denen das Blut hervorgeht, scheinbar verjüngt wurden. Und man hat dann, ich sag mal, so kann man eine Maus ewig leben lassen. Nee. Das hat mit dem Leben der Mäuse, das haben die ja gar nicht untersucht, überhaupt nichts zu tun, nur diesen Einbefund. Und dann möchte man das wissenschaftlich schön verkaufen. Nicht? Und die Universität, die an der die gearbeitet haben gesagt, das ist praktisch Bestätigung vom Vampirismus. Wenn man Blut junger, hübscher Frauen aussaugt, dann verjüngt man sich dabei. Das ist natürlich alles. Das ist ja, hat jetzt die ältere Maus noch ein bisschen länger gelebt? Nein, das hat man gar nicht untersucht. Man hat das nur auf dem Niveau der Stammzellen gefunden. Die haben sich scheinbar verjüngt. Das war das einzige Ergebnis. Also die Schlussfolgerungen sind weit überzogen gewesen, die man dann in der Öffentlichkeit macht. Das haben wir auch schon in der Einleitung gesagt, dass der Alterungsprozess so komplex ist, dass man schon hätte vorhersagen können, denn auch das Gehirn altert und viele andere Gewebe auch, dass durch diesen Austausch das Leben selber praktisch nicht weiter verlängert wird. Wir hatten jetzt gerade Facharbeiten in der Schule und eine meiner Klassenkameraden hat über Präimplantationsdiagnostik gemacht. Und es gibt ja auch eine Methode, die noch nicht angewandt wird, aber Präimplantationsoptimierung, dass man die Gene verändert, bevor dieser Fötus dann sozusagen heranreift. Kann man so auch dopen oder Leute wirklich älter machen? Älter werden lassen? Die Erwartungen erhöhen? Nein. Alle technischen Voraussetzungen dafür sind nicht erfüllt worden. Und das muss man ein bisschen differenzierter sagen. Ich übertreibe jetzt etwas. Von keinem einzigen Gen kennen wir seine volle Funktion, wie es in unterschiedlichen Geweben mit anderen Genen interagiert. Wenn wir solche Experimente, das machen wir bei der Maus regelmäßig, dass man Gene entfernt durch menschliche Gene zum Beispiel ersetzt, untersuchen wir dann nur ein bestimmtes Merkmal. Aber wenn man sowas bei Menschen macht, müsste man im Einzelfall dieser Manipulation den Erfolg garantieren und vorhersagen können. Und das ist grundsätzlich unmöglich. Bei den Tierexperimenten, da manipulieren wir Millionen embryonaler Stammzellen, wählen dann die aus, die das Gen an der richtigen Stelle haben. Und dann züchten wir die Nachkommen. Und die haben dann viele andere Auffälligkeiten, die uns gar nicht interessieren. Wir sind nur auf diesen bestimmten Stoffwechselweg fixiert. Wir sind noch lange nicht so weit. Na, die man kann herumforschen, also man könnte es experimentell machen, herumforschen, ja gut, das wäre absolut unethisch und würde nichts mit der Lebenserwartung zu tun haben. Vielleicht gibt es ja auf einem anderen Planeten oder irgendwo anders im Universum auch Unsterblichzellen. Ja, ein großer Oger. Die kleinen Oger waren leider ausverkauft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Leben auch auf anderen Planeten, wo ähnliche Umweltbedingungen wie bei uns früher geherrscht haben, bestehen, dass auch unabhängig Leben entstehen kann. Da gibt es vielleicht auch wirklich richtige Vampire. Wer weiß? Wie das dann aussieht, das weiß keiner. Wäre es evolutionstechnisch auch möglich, dass mehrzellige Lebewesen diese Teilung vollziehen, bis die Einzeller machen und so dann auch nicht? Das heißt, ein Mensch wird auf einmal zwei Aber wissenschaftlich möglich? Schlauer. Also man soll ja in den Biologie ja nichts ist unmöglich. Wenn man sich auch ganz einfache Organismen vorstellen könnte, die gering differenziert sind, würde ich das nicht ganz ausschließen. Also Hydren vielleicht. Aber je höher sie differenziert sind, desto größer die Arbeitsteilung ist, desto unwahrscheinlich ist. Die Keimbahn ist immer unsterblich. Die Keimbahn ist unsterblich. Das ist eine Voraussetzung, ja. Zieh dich in Arm, sonst bleibst du nur noch an.